Wow, today is a great day. Heute ist ein großartiger Tag. Hallelujah. Hallelujah. I know you are expecting a pastor, but today I'm taking care of the pastoral work. Ich weiß, ihr wartet einen Pastor, aber heute übernehme ich das Wort vom Pastor. Are you ready to hear the word of God? Seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören? All right. Okay. I would like you to find a neighbor. Ich möchte, dass ihr einen Nachbarn findet neben euch. Find a neighbor, find somebody to talk to. Findet jemanden, zu dem ihr reden. Are you ready? Seid ihr bereit? Okay. Tell your neighbor, do you know where I am? Sag zu den Nachbarn, weißt du, wer ich bin? Ask your neighbor, do you know who I am? Frage deinen Nachbarn, weißt du, wer ich bin? Do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? I am the righteousness of God. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Did you hear? I'm the righteousness of God. Habt ihr gehört? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. I am the oracle of God. Amen. I am the mouthpiece of God. Ich bin ein wunderschönes Stück von Gott. That's what I mean by oracle. Some people get afraid when you hear the word oracle. Einige Leute werden haben Angst, wenn das Wort Orakel. It has nothing to do. Just saying you are the mouthpiece. Darum sagt einfach, wir sind. An oracle is a word used to say something is speaking for something or somebody. Ein Orakel, okay? Das wird benutzt, um zu sagen, okay, dass es etwas zu jemandem spricht. We speak in God's position because wir sprechen in Gottes Position. Christ is in you. Hallelujah. Denn Christus ist in dir. Hallelujah. As I speak the word. Amen. Da, wo ich sie spreche, Hallelujah. Spreche Gott. Amen. God is not standing here now speaking to you. Chidi is standing here. Es steht Hallelujah. Nicht Gott hier vorne, der gerade zu euch spricht. Amen. Chidi spricht gerade zu euch. So you are the mouthpiece of God. Hallelujah. Also seid ihr das Mundstück von Gott. So tell your neighbor, I'm a mouthpiece of God. Also sag der Nachbar, du bist das Mundstück Gottes. Hallelujah. I am saved. Say it to your neighbor. Sag zu deinem Nachbarn, ich bin gerettet. Say I'm saved. Sag, ich bin gerettet. Are you saved? Bist du gerettet? Then tell your neighbor very loud. I can't hear you. Sag das deinen Nachbarn sehr laut. Ich kann dich nicht hören. I'm saved. I am saved. Ich bin gerettet. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, I'm the righteousness of God. Sag ihn, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Tell your neighbor, I have powers. Sag deinen Nachbarn, du hast Kräfte. Tell your neighbor, I have powers. Sag deinem Nachbarn, du hast Kräfte. Ich And habe you Kräfte. Understand later when I continue. Wenn ich weitermache, werdet ihr das später neighbor, verstehen. You have powers. Sage deinem Nachbarn, ich habe Kräfte. You have powers. Ihr habt Kräfte. Hallelujah. Hallelujah. Okay, you are coming to that. Wir kommen Let's noch dazu. Let's open to the book of Psalm 8, 4 Lass to uns 8. Einmal in der Bibel aufschlagen, Psalm 8, Vers 4 bis 8. Psalm 8, 4 to 8. Lass uns zu Psalm 8. Vers 4 bis 8 gehen. Okay, I will read probably right up there. Okay. Okay, yeah, I have it here. Okay. It says, What is man that you are mindful of him? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? And the son of man That you visit him. Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. For you have made him a little lower than the angels. Du hast ihn weniger niedriger gemacht als Gott. But you have put all things under his feet. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. All sheep and oxen. Schafe und Rinder. Even the beast. Of the field. Dazu auch die wilden Tiere, the birds of the air. Die Vögel unter den Himmel And the fish of the sea. Und die Fische im Meer That pass to the path of the seas. Und alles, was die Meere durchzieht. Amen. Amen. He has put everything under our feet. Er hat alles unter unsere Füße getan. That means he has given power to you. Das bedeutet, er hat dir Kraft gegeben. He has given power to me. Er hat mir Kraft gegeben. To, how the Bible says, it says in the beginning, when he created man, he said, after finishing, he said, have dominion. Am Anfang, after, wo er den Menschen erschaffen hat, da hat er gesagt, hab
Herrschaft. The dominion he gave to you is to take control of your situations. Die Herrschaft, die er dir gegeben hat, ist, dass du Kontrolle über deine Situation übernimmst. Mind you, he did not say you should take control of my brother here. Seid bedacht darüber, dass er nicht gesagt hat, du sollst Kontrolle über deinen Bruder hier nehmen. He didn't say you should take control of your neighbor. Er sagt nicht, du sollst die Kontrolle über deinen Nachbarn übernehmen. He doesn't say take control of your husband. Er sagt nicht, übernimm die Kontrolle über deinen Ehemann. Take control of your wife. Er sagt auch nicht, übernimm die Kontrolle über deine Ehefrau. Or take control of any human being. Oder auf einen anderen Menschenwesen sollst du keine Kontrolle übernehmen. He's saying take control of everything surrounding you. Aber er sagt, übernimm die Kontrolle von all den Dingen, die um dich herum sind. That is, you know, that he has made with his hand, except mankind. Amen. Alles, was er gemacht hat, außer die Menschheit. So God is trying to make us understand that we have, he has given everything to our hand. Also Gott hat dafür das gemacht, damit wir verstehen können, dass er alles in unsere Hände getan hat. And he is saying, take control. Und er sagt, übernehmen die Kontrolle. So, how do we take control? Also wie übernehmen wir die Kontrolle? How do we overcome? Take control of the things that is before us. Wie übernehmen wir die Kontrolle über die Dinge, die vor uns sind? It's when we know, it's when we know. Es ist, wenn wir wissen, who we are. Wer wir sind. If you do not know who you are, wenn du nicht weißt, wer du bist, you can't take charge. Amen. Du kannst auch nicht die Kontrolle übernehmen. If you do not know that God has died on the cross, wenn du nicht weißt, dass Gott am Kreuz gestorben ist, and has redeemed, and has paid the price. Und wenn, dass er dich erlöst hat. He has paid the price. Dass er den Preis bezahlt hat. So that you can subdue and overdo or overcome or take control. So damit du dann die Sachen überkommen kannst oder die Kontrolle übernehmen kannst. Of everything around you. Um alles, was um dich herum passiert. Then you will not be able to do it. Amen. Da wirst du nicht in der Lage sein, es zu tun. If we sense how God works, if we understand how he speaks, wenn wir verstehen, wie Gott ist und wie er spricht, we'll be able to understand when he says move. Dann werden wir verstehen, wenn er sagt, beweg dich. We'll be able to know when to do something concerning what we're facing. Dann werden wir verstehen, wann wir etwas wie tun sollen, wenn wir gewisse Situationen entgegenstehen. In most cases, in den meisten Fällen, we are overshadowed by the things around us. Sind wir überschattet bei den Dingen, die uns umhüllen. We allow our situation to subdue us. Wir erlauben, dass die Situation uns übernimmt. We face a problem in our lives. Wir stehen ein Problem gegenüber in unser Leben. What we see is not what God has said we are. Was wir sehen, ist nicht das, was Gott sagt, was wir sind. What we see is that problem facing us. Was wir sehen, ist das Problem, das uns gegenübersteht. And in that minute we shout, oh my God, it's too much. Und in diesem Moment schreien wir, oh mein Gott, es ist zu viel. Just like Moses was before the Red Sea. So wie Mose vor dem Roten See war. He was overwhelmed by the situation he was facing. Er war überkommen von der Situation, die er gegenüberstand. Before him was the Red Sea. Vor ihm war das Rote See. Behind him was the army of Egypt coming to attack. Und hinter ihm war die Armee von Ägypten, die kam, um sie zu angreifen. Any man in that situation will be overdue. Jeder, der in dieser Situation wäre, wäre überkommen gewesen. You wouldn't even think of God because what you're seeing is the machinery coming to attack. Du würdest wahrscheinlich nicht mehr über Gott nachdenken, denn die Armee, die kommt und dich will dich gerne angreifen. Your mind will tell you at that point in time it is a waste of time to pray. In diesem Moment wird dir deine Gedanken sagen, es ist eine Zeitverschwendung zu beten. It is a waste of time to call on God. Es ist eine Zeitverschwendung, Gott anzurufen. Because what you're seeing is about to happen right before your eye. Denn was du siehst, wird jetzt genau vor deinen Augen passieren. So, in some cases you see yourself running towards this Red Sea. Und darum siehst du in einigen Momenten, wie du zu diesem Roten See läufst. In some cases you start looking for the ground to dig and bury yourself. Und manchmal siehst du nach dem Boden, dass du da ausbuddeln kannst und dich verstecken kannst. You are overwhelmed by your situation that you don't know what to do at all. You become paralyzed. Manchmal bist du über
überfordert mit deiner Situation, dass du nicht weißt, was du tun sollst. You can't move a step backward. Und du kannst nicht nach vorne gehen oder du kannst nicht nach hinten gehen, du bist überfordert. But then Moses looked up and said, aber dann hat Moses rübergeschaut und gesagt, Father, help. Ich brauche Hilfe. I need help. Ich brauche Hilfe, Vater. If I cannot pray, but I can say something, Father, I need your help. Wenn ich nicht beten kann, dann kann ich wenigstens sagen, Vater, ich brauche deine Hilfe. At that minute, God spoke to him. Und in dieser Minute hat Gott zu ihm gesprochen. Look at what you have. Er sagte, guck, was du hast. I've given to you everything you need. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Just stretch out on the waters. Streck es doch einfach nur gegen den Wasser aus. The rod on the water, and that's it. Und da wird alles, das alles, was du tun machen. Und da werden die Türen geöffnet sein. So sometimes even where there is no way, God has parted a way for you. Also manchmal ist da vielleicht kein Weg, aber amen. Gott kann trotzdem einen Weg Let für dich just machen. Say amen. Lass uns einfach Amen sagen. I say, where there is no way, God has parted a way for you. Ich sage, wenn da kein Halleluja. Weg ist, dann hat Gott einen Weg für dich gemacht. When you don't see a way, God will make a way for you. Amen. Wenn du keinen Weg sehen kannst, dann wird Gott einen Weg für dich machen. All you need to know is to know who you are. Alles, was du wissen musst, ist zu wissen, wer du bist. That you have a special, what do you call it? Let me use the latest phone. What's the name of the phone? iPhone what? 15, 16. Pro Max, yes. You have the best communication ever. Dass du die beste Kommunikation, also das neueste Handy your hast. Lips. Deine Lippen. Open up your mouth and speak. Öffne deinen Mund und rede. God has given you authority to speak. Gott hat dir die Autorität gegeben zu sprechen. Everything he puts in your mouth is the power. Alles, amen. Was er in deinem Mund packt, ist Kraft. Your words are the power. Dein Mund ist die Kraft. Once you open up your mouth and say, this is what I want, Father. In dem Moment, wo du deinen Mund öffnest und sagst, das ist das, was ich möchte, Vater, dann wird God es auch passieren. God will never forsake your word because they become law. Gott wird dein Wort nicht verlassen, wenn es wird Gesetz werden. As far as you speak them out in that knowledge of who you are. In dem Moment, wo du das aussprichst, mit dem Wissen, dass du weißt, wer du bist. In that knowledge of who you are. In diesem Moment, wer du bist. So the question I ask again, who are you? Also die Frage, die ich euch stelle, ist, wer ask bist yourself, du? Who am I? Frag dich selber, wer bin ich? Yes. You are the oracle of God, the speaking voice. Du bist Halleluja. Das Orakel von Gott, du bist das Mundstück von ihm. Once you speak something, God will take charge. Angels will start moving. In dem Moment, wo du sprichst, wird Gott Kontrolle übernehmen. Because Engel werden sich bewegen. God has given you power beyond the angels. Denn Gott hat dir Kräfte gegeben, maybe you die über die Kräfte that der Engel of the Bible gehen. I just read. He gave you power above angels. Vielleicht habt ihr die Schriftstelle, die ich gerade gelesen habe, nicht verstanden, you know, aber hat euch Kräfte gegeben über die Engel. When I was a child, I always imagined they are very dangerous. Als ich ein Kind war, habe ich mir vorgestellt, dass Engel sehr gefährlich sind. Very huge with wings, and if they do, whoop, you. Dass sie sehr groß sind mit Flügeln, und wenn die etwas machen, dann bist du sofort tot. But actually, you have the power to tell them what you want them to do. Aber genau zu sein, ist es so, dass du die Kraft hast, denen zu sagen, was sie tun sollen. You have the power to say, move. Du hast die Kraft zu sagen, bewege dich. Just like when Elijah and his, what's it called? Is it Elijah or Elisha? Elijah and Elisha. When they genauso were being attacked by some soldiers. Als es so war, dass Elias von Elisha, right? Soldaten angegriffen wurde. And the young man following him was saying, we're dead. Und der junge Mann, der ihn gefolgt they will hatte, kill us today. Hatte gesagt, wir sind tot, die werden uns heute töten. Then the man of God told him, hey, you don't know who you are. Und der Mann Gottes sagte dann, hey, du weißt nicht, wer du bist. Okay, let God open your eye. Also lass Gott doch einmal deine Augen öffnen. Then God opened his eyes. Und Gott hat dann seine Augen geöffnet. Then all of a sudden he saw angels surrounding them. Und dann hat er auf einmal Engel gesehen, die ihn umringt haben. Waiting for the call. Die gewartet haben für den Befehl. You are not an ordinary person. Du bist nicht einfach ein normaler Mensch. Once you come to know God, wenn du Gott kennst, once you repent, in dem Moment, wo du Buße tust and know God, und Gott kennenlernst und ihn auch kennst, you are equipped with the power of God. Dann bist du ausgerüstet mit der Kraft Gottes. You become a citizen of God's kingdom. Dann wirst du ein Bürger von Gottes Königreich. You become a
a heir to the throne. Amen. Dann wärst du ein jemand, der das Erbe von Thron haben kann. So einer Because wärst du. God is your father. Der Gott ist dein Vater. And he has given you power above all things. Und hat dir Kraft gegeben über alle Dinge. So nothing in your life, also nichts in deinem Leben, that is bothering you, that cannot be solved. Das dich stört, ist nicht in der Lage, geregelt zu werden. You see, there was a time I saw something beyond my imagination. Es gab eine Zeit, da habe ich etwas gesehen, das über meine Vorstellungskraft ging. My mother was sick. Meine Mutter war krank. And she was in pain. Und sie war in Schmerzen. On the right arm. Oder der unter rechten Arm, in der Achsel, the skin was in a rotten way. War in einer komischen Art und Weise. It was falling out. Es ist abgefallen. Then my mother talked to me and said, I think she's going to die. Und dann hat meine Mutter mit mir geredet und gesagt, ich glaube, sie wird sterben. And in most cases we believe in one thing. Und oftmals glauben wir an eine Sache. Anything that happens to you has a reason. Alles, was dir passiert, hat einen Grund. Whether good or bad, ob es nun gut ist oder schlecht ist. Somebody might be affecting you or not affecting you. Jemand wird dich vielleicht berühren, aber du wirst sie nicht berühren. But somebody is doing something in a secret place, causing you this problem. Vielleicht ist jemand in einem geheimen Ort und macht etwas, was dir Probleme besorgt. And when she came to me and I like looked at her. Und wenn ich dann zu ihr gekommen bin und sie angeschaut habe. I was just a new Christian in the Christian folks. Ich war ganz neu bei den Christen. So I didn't have much knowledge. Also hatte ich nicht viel Wissen. But something spoke to my heart and said pray. Aber etwas sprach in mein Herz und sagte, bete. And I said, but pray. This is serious. Und sagte, bete, das ist sehr wichtig. Was meine Augen gesehen haben, hat mich so ängstlich gemacht. You know, are you sure? Und ich war so, bist du sicher? You start doubting your heart. Du fängst an, in deinem Herzen zu zweifeln. But that thing came so clean and so quiet to me and said, pray. Aber diese Stimme kam so ruhig und so entspannt zu mir und hat gesagt, and bete. I said, okay, ich sagte dann, okay. Then I prayed for my mom. Dann habe ich für meine Mutter gebetet. After praying, it looks as if, dude, you just waste your time. Und nachdem ich gebetet habe, dachte ich mir nur, Junge, du hast deine Zeit verschwendet. But I said to myself, I fulfilled the word. Aber ich habe zu mir selbst gesagt, ich habe das Wort erfüllt. I've opened up my mouth and I've spoken. Ich habe meinen Mund geöffnet und gesprochen. It will not come back to me void, because I am the Son of God. Amen. Es wird nicht wieder einfach so zu mir zurückkommen, denn ich bin der Sohn Gottes. The same power he has put it on me through Jesus. Amen. Die gleiche Kraft, die er hatte, hat er zu mir gegeben word. Durch Jesus, um das Wort zu sprechen. Then after a day or two, und dann nach ein oder zwei Tagen, to my surprise, the thing healed back itself. Und dann hat es sich selbst geheilt. And that was when my mother now saw me as somebody dangerous. Und das war der Moment, wo meine Mutter mich gesehen hat, als wäre ich jemand Gefährliches. And they think, oh, this can be something funny, huh? Because she's not a Christian. But for her to see that I prayed and something happened, she became afraid a little bit. Sie hat ein bisschen Angst bekommen, als sie gesehen hatte, dass ich gebetet habe und sie dann gesund wurde. That was not the purpose of what I'm saying. What I'm saying is this. Aber das war nicht das, worum es ging. Was ich sage, ist das. Learn to realize who you are. Lerne zu verstehen oder zu realisieren, wer du bist. That every word you say have an effect on something. Denn jedes Wort, das du sagst, berührt etwas. If you're speaking to your child, also wenn du zu deinem Kind sprichst, or to somebody, oder zu jemandem, be an encouragement. Dann sei eine Ermutigung. Change someone's life. Verändere das Leben von jemandem. Speak greatness, goodness. Spreche Großartigkeit oder Güte. Prophesy something great on that person's life. Prophezei etwas Großartiges für das Because Leben dieser Person. Because that is the work you're supposed to do. Amen. Das ist nämlich das, die Arbeit, die du tun sollst. We are the ambassadors of Christ here on earth. Wir sind die Botschafter von Christus hier auf der Erde. Er sagt, wir sind das Salz, to give taste. Das Geschmack geben wird. If we know who we are, wenn wir wissen, wer wir sind, in the kingdom of God, in dem Königreich Gottes, we can do beyond. Da können wir in etwas tun über etwas. The technology you see today, die Technologie, die du heute siehst, are men who dedicated themselves
A man who dedicated himself. Ein Mensch, der sich da selbst hingegeben hatte, genau. To sit down and tap into the spirit. Dass sich der hingesetzt hat und in Geiste da reingegangen ist. And understand the laws that are, you know, that you can apply to get a result of an oil product. Und dann diese Gesetze, die du anwenden kannst oder musst, um dann ein bestimmtes Produkt herzustellen. What am I trying to say? Was versuche ich zu sagen? Is a little bit strange. Es ist ein bisschen komisch. Let me give it this way. Lass es mich diesen Weg sagen. Maybe a Christian could have discovered before every other person this handy we have in the hand. Vielleicht hätte ein Christ vor einer anderen Person dieses Handy, was du in deiner Hand hast, could have been herausfinden können. A Christian like us. I don't know who discovered it. I'm just saying. Okay. Das sage ich nur. Why am I saying this? Warum sage ich das? The Bible made us understand. Die Bibel lässt mich verstehen. That at a particular point in Revelation. An einem bestimmten Punkt in der Offenbarung. It says that at a point in time when there's a set of people that was going to be after God has taken up the saints and the rest of them, they're like either two prophets or three prophets, I can't remember, that will remain. Okay? Also in der Offenbarung steht an einem bestimmten Punkt, dass nachdem alle Leute, die gerettet wurden, in den Himmel geholt wurden, da werden zwei oder drei Propheten bleiben. And this prophet will be killed. Und diese Propheten werden getötet werden. But the funniest thing he said, aber das Witzige, was er sagt, said, in dieser Portion, he said, every eye will see them killed. Es sagt, dass jedes Auge sehen wird, wie sie getötet werden. When I read that portion in 2001 or 1996, I think. Als ich das 1996 gelesen hatte, we didn't have iPhone. Da hatten wir noch kein iPhone. Yeah. So at that point in time, also zu dieser Zeit, I asked myself, habe ich mich gefragt, this is nonsense. Das ist doch how can they be able to see? Wie können die das sehen? I'm here in Lagos, Nigeria. Ich bin hier in how Lagos, can I see Nigeria? What is happening over there? Wie kann ich sehen, was in da the same time, zur gleichen Zeit? In the same time, seeing what is happening somewhere in Israel. Wie kann ich das sehen zu der gleichen Zeit, was da passiert in Israel? Then I finally got here. Und dann bin ich hierher gekommen. And all this handy came in. Und da kamen all diese Handys. It clicked on my head. Pam. Da hat es immer like Klick in meinem Kopf gemacht, wie ein Licht, das du angeschaltet hast. And my speech just told me, this word actually was written in the Bible. Und dann wurde mir gesagt, dass oder mein Geist hat mir gesagt, das steht doch in der Bibel. That all I will see what happened to these people. Dass alle Augen sehen werden, was zu diesen Menschen passieren time. Wird. I have a handy now, like I can watch it now from maybe WhatsApp, and I can see what somebody is doing somewhere far away. Ich kann jetzt auf mein Handy gehen mit WhatsApp und gucken, was jemand anderes ganz weit weg macht. So, and I was asking myself, how can the Bible be able to prepare for such a situation that I don't understand? Ich frage mich selber, wie kann die Bibel das vorbereiten für so eine Situation? And you know, if me and you are reading the Bible in such a way to understand in technology wise, und wenn wir die Bibel zusammen lesen und versuchen die zu verstehen mit der Technologie, die wir haben, to understand that there must be a device that one can create. Dann kommen wir zu dieser Gerät. Da kommt man dazu, dass man weiß, aha, das muss mit einem Gerät gemacht werden. And this device could have been made by you. Und dieses Gerät könnte von dir gemacht werden. They will be calling you now. Dann hätten wir dich jetzt. Steve Jobs, or what shall we call you? Einen bestimmten Namen genannt. Steve Amen. Jobs vielleicht. Okay, let me go back. Also lass mich wieder zurückgehen. I'm talking about knowing who you are. Ich rede darüber, dass ihr wissen sollt, wer ihr seid in dem Königreich. Knowing that once you're saved, dass du wissen sollst, dass dann, wo ihr gerettet seid, you're filled up with special authority. Da bist du vollgemacht mit spezieller Autorität. To be like God. Um wie Gott zu sein. To do things like God. Um Dinge wie Gott zu tun. To create. Um zu erschaffen. To stop. Um zu stoppen. To heal. Um zu heilen. To save. Um zu retten. Amen. Amen.
Sind wir bereit, das zu tun, wo Christus uns für berufen hat? Bist du bereit, das zu tun, was Gott gesagt hatte? Church, are you ready? Kirche, seid ihr bereit? I want to hear you say yes or amen or something. Ich möchte, dass ihr yes oder ja oder amen oder etwas sagt. Hallelujah. Amen. Amen. God has given us special authority. Gott hat uns spezielle Autorität gegeben. A special power. Eine spezielle Kraft. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. If you don't have the Holy Spirit, that power may not come. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann wird diese Kraft nicht kommen. So we have to keep on praying. If you don't have it, pray for the Holy Spirit. Amen. Wir müssen also weiter beten, wenn du den Heiligen Geist nicht hast. It's good to be saved, but you need power. Es ist gut, wenn du gerettet bist, aber du brauchst Kraft. Because the book of Joel said that I'll pour out my spirit. Joel 3. Das Buch von Joel sagt, dass ich meinen Geist austeilen werde. Upon all flesh. Über alles Fleisch. And they shall receive power. Und die werden Kraft sehen. Is somebody putting it up? Packt das jemand vorne auf dem Bildschirm? I don't know all the words, but that's Joel 3. Joel 3. I think if you open it, it's very short. Joel 3:3. Is that Joel 3:3? Check 3. Maybe two. Or two. Joel 3:2. 3:28, yeah? Is it 28? 2:28, sorry, 2:20. Okay, Joel 2:28. Okay. So what I'm saying is that das, was ich versuche zu sagen, ist das. God told his disciples, Gott hat seinen Jüngern gesagt, to wait zu warten for the Holy Spirit, für den Heiligen Geist, so that they shall be filled up and receive the power, damit sie gefüllt sein und Kraft empfangen sollen, to go into the world, in die Welt zu gehen. You need the power to move. Du brauchst die Kraft, um dich zu bewegen. The power in you is the Holy Spirit. Die Kraft in dir ist der Heilige Geist. It's good to be saved. Es ist gut, gerettet zu sein. If you want to do more, you need the power. Aber wenn du mehr machen möchtest, dann brauchst du die Kraft. And the power of the Holy Spirit. Amen. Und die Kraft ist der Heilige Geist. Then he will tell you all things. Und dann wird er dir alle Dinge sagen. He will give you all information you need. Er wird dir alle Informationen geben, die du benötigst. It's good, you can read the Bible, but es ist gut, wenn du die Bibel, say something, you need the Spirit. Es ist gut, die Bibel lesen zu können, aber zu wissen, wann du etwas sagen sollst, ist wichtiger. You know, sometimes I don't just speak because I want to speak. Manchmal rede ich nicht einfach nur, weil ich reden möchte. I only speak when somebody say speak. Ich rede nur, wenn jemand sagt, rede. When I use the word say something, I don't want people to start thinking I have a crazy mind, because in Germany they say when you say use the word something, that means you're a little bit blah blah and cough. Ich möchte nicht einfach nur sagen, wenn ich sage, jemand sagt zu mir, spreche, dass er denkt, ich bin verrückt. Denn in Deutschland, wenn jemand sagt mir, dass ich das sagen soll, dann denkt man, du bist blah blah im Kopf. What I mean by something is my spirit speaking to me. Wenn ich sage, jemand, dann rede ich von dem Geist, der zu mir spricht. A certain friend came to me. Ein bestimmter Freund kam zu mir. And told me. Und hatte mir gesagt, that she is going to be going back. Dass sie zurückgehen wird. That her visa is done. Dass ihr Visa abgelaufen ist. I think she comes from Argentina or from the Caribbean. I don't know. Ich glaube, sie kommt von der Karibik oder Argentinien. I can't remember anymore. Ich weiß es nicht mehr. And when she was speaking to me, und als sie zu mir gesprochen hat, it's just like everything any other person can speak to me at any point in time. Das ist, als ob jeder andere normale Mensch zu mir sprechen kann. I will just quietly listen and don't do anything. Ich werde aber nur ruhig zuhören und nichts tun. But at that minute, the lady was talking to me. Aber in diesem Moment, wo die Frau zu mir gesprochen hat, something moved in my heart. Hat etwas in mein Herz sich bewegt. And said, speak. Und gesagt, spreche. And I said, what? Und ich sagte, was? And the voice spoke to me and said, tell her she will not go.
sage ihr, dass sie nicht gehen wird. That her visa will be fixed back again. Dass ihr Visa geregelt wird. But then somebody they've said her visa is done. Aber diese Person, die gesagt hat, ihr Visa ist fertig. In my spirit, I like ask myself, Chidi, are you crazy? Da habe ich mich selbst gefragt, Chidi, bist du verrückt? How dare you tell that to that lady? Wie kannst du das nur zu dieser Frau sagen? You want to destroy her mood or what? Möchtest du ihr Gefühl zerstören oder was? Then my sister said, I've spoken to you. That's what I want you to say. I said, okay. Und dann habe ich gesagt, das habe ich zu dir gesprochen. And I told the lady, das möchte ich, das was du denkst. Don't worry, God is going to help you out. Und dann habe ich gesagt zu der Frau, mach dir keine Sorgen, Gott wird dir helfen. If I look at it today, I will laugh. I said, God is going to help you out. Wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich lachen. Ich habe gesagt, Gott wird dir helfen. And the ladies looked at me and looked was like, what a stupid African guy. Und die Frau hat mich angeschaut und dachte, was für ein dummer afrikanischer junge Mann. Because when they tell you go home, you go home. Denn wenn die dir sagen, du gehst nach Hause, dann gehst du nach Hause. Amen. Amen. I looked at myself. I said, I looked at her face. I knew she was really like, what the heck are you telling me? Und ich habe in ihr Gesicht gesehen, dass sie sich gedacht hat, was redest du da für ein Wissen? And I kept it serious. Und ich war sehr ernst. And I said to her, God will make a way. Und ich sagte zu ihr, Gott wird einen Weg machen. Then I was sitting at home with so much confidence. I spoke to God. I said, God, don't cause me any problem. Und dann bin ich nach Hause gegangen. I don't want to see me as a very stupid person. Und dann habe ich sehr ernsthaft zu Gott gesagt, Gott, bitte mach das nicht mit mir. Ich möchte That was when she left. Ja, und das ist das, wo sie gegangen ist. Then I didn't remember anything anymore. Und dann habe ich mich an nichts then mehr I got erinnert. A phone call from the lady. Und dann habe ich einen Anruf von der Frau bekommen. She was already in her hometown. Sie war schon wieder zu Hause. And she called me and said, Chidi. Und sagte, Chidi, your prayer did not work. Dein Gebet hat nicht funktioniert. And up on the time, I will tell you the truth. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dir die Wahrheit sage. My legs shivered. Meine Beine haben angefangen zu zittern. My body shivered. Mein Körper hat angefangen zu zittern. And I said to myself, God. Und ich sagte zu mir selber, Gott. What have you cost me? Was hast du mich für einen Preis zahlen lassen? And I looked up and I said to myself. Und ich habe hochgeschaut und gesagt zu mir selber. Father, what should I say? Papa, was soll ich sagen? That's the most important thing. Even when I'm in big trouble. Das ist das Wichtigste, auch wenn ich in großen Problemen bin. I still have to have the time to ask God, what should I do? Ich muss immer noch fragen, was soll ich tun? And the Spirit spoke to me and said, tell her. Und der Geist sprach zu mir und hat gesagt, sag her. Yes, I know they've taken you home. Sag her, ja, ich weiß, dass sie dich nach Hause genommen haben. But they will bring you back again. Aber die werden dich zurückbringen. I said, God, this is killing. Und ich sagte, Gott, du machst mich fertig. Das kann ich doch nicht sagen. And he said, say it. Und er sagte, sag es. I said, wow. Und ich sagte, wow. And I opened my mouth when she was still calling. Und ich öffnete meinen Mund, als sie noch mit mir telefoniert hat. Und sehr ernsthaft habe ich ihr gesagt, don't worry. Mach dir keine Sorgen. God will bring you back. Gott wird dich zurückbringen. I looked at myself. I said, "What are you doing, Chidi?" Und dann habe ich mich selbst angeschaut und habe zu mir gesagt, was tust du da, Chidi? You could have just escaped this thing by saying, "Don't worry, it's a mistake." Du hättest das einfach nur ausweichen können, indem du sagst, mach dir keine Sorgen, das war ein Fehler. Hey, so I said, "Okay." Und dann sagte ich, okay, ich tue deinen Wille, Gott. And I told the lady, "Don't worry." Und ich sagte zu der Frau, mach dir keine Sorgen. God will bring you back. Gott wird dich zurückbringen. Then a day passed, 2 days passed. Und dann sind 1-2 Tage vergangen. After a week, somebody knocked on my door. Hat jemand an meine Tür geklopft. I opened it. It und was the lady. Ich habe sie aufgemacht und das war die Frau. And she said, "Your prayer worked." Und sie sagte, dein Gebet hat funktioniert. I, oh my goodness! I said, "God, to work with you is very difficult." Und dann sagte ich, meine Güte, Gott mit dir zu arbeiten ist sehr schwierig. Sometimes God will put you in a position of embarrassment. Seht ihr, manchmal wird Gott dich in eine Position packen, von wo es dir peinlich wird. But God knows who He is. Aber Gott weiß, wer er ist. Always fulfill His word. Er wird immer sein Wort erfüllen. The last one I'm going to give you is a message, just the same for this knowing who you are. Und das letzte, was ich dir geben möchte, ist eine Nachricht, damit du weißt, wer du bist. Okay, I was invited to eat somewhere.
Ich war eingeladen, wo zu essen. I know only one person. Und ich kenne nur eine Person. And a person never knows who, I mean, she doesn't know who I am. Eine Person weiß nicht, wer ich bin. And I don't usually declare myself to anybody. Und normalerweise stelle ich mich einfach bei jemandem vor. I'm not the type that tells you I'm a born again. Ich gehe nicht zu den Leuten hin und sage, hey, ich bin ein Mann Gottes, ich bin wiedergeboren. So einer bin ich nicht. I don't do that. Ich mache das nicht. But I went to the eatery, the invitation to eat. Ich bin aber zu der Einladung gegangen, wo ich essen sollte. Then another group of they also come somewhere from maybe Argentina, I can't remember. It's always that area. Da war da eine Gruppe, die kam auch vielleicht Argentinien oder aus dieser Gegend. Yeah. So, and they were invited too, the husband and the wife. Und der Ehemann und die Ehefrau waren auch eingeladen. The person inviting me was a German lady. So. Die Frau, die mich eingeladen hat, war eine deutsche Frau. So, we started eating. Und dann haben wir angefangen zu essen. And the couple apologized for coming late. Und dann habe ich mich entschuldigt dafür, dass sie zu spät kam. They had a situation in their hotel. Nein, das Paar hat sich dafür entschuldigt, dass sie zu spät kam. Die hat nämlich eine Situation in deren Hotel. That each time they go to any hotel, that her wife, or the wife was also speaking for herself and the husband, that her wife usually have a headache. Die haben gesagt, immer wenn in ein Hotel zusammen hingehen, dann hat die Frau in der Regel Kopfschmerzen. No matter what hotel they go in. Egal in welches Hotel sie gehen. Once they enter into the hotel. In dem Moment, wo sie in dieses Hotel reingehen, in deren Zimmer. The headache starts. Da fangen die Kopfschmerzen an. They start looking for medicine to give to her to drink or something to keep her stable. Die suchen nach Medizin, um ihr zu geben, damit sie stabil bleibt. That they have gone to a lot of doctors. Sie waren bei vielen Ärzten. And they don't have any solution. Und die haben keine Lösung. They cannot understand the situation, why it's happening to her. Sie können nicht verstehen, warum das zu ihr passiert. And they might believe, well, this might be spiritual. Und die glauben nicht daran, dass es vielleicht geistlich sein kann. Immediately they mention the word spiritual. Immediately they mention the word spiritual. In dem Moment, wo die das Wort spiritual gesagt haben, da sind meine Sensoren noch umgegangen. My spirit that was quiet became to open. Mein Geist, der ruhig war, wurde so offen. So at that minute, my spirit spoke to me and said. In diesem Minute haben die zu mir gesprochen und sagten. Tell them this. Mein Geist hat zu mir gesprochen und gesagt, sage dem das. I spoke to my mind, no, not here, not und ich here. Habe you zu meinen Gedanken gesagt, nicht hier, ich kann das nicht machen, ich kam hierher, um zu essen. I came to eat, ich not kam, um to zu speak. Essen, nicht um zu sprechen. He said, speak. Und er sagte, spreche. And I said, okay. Und er sagte, ich, okay. What do you want me to tell them? Was möchtest du, dass ich sage? And he said, tell them, sage denen, that I have the solution. Dass ich eine Lösung habe. And you can imagine a German person invited you, right? Und du kannst dir vorstellen, eine deutsche Person hat dich eingeladen. Saying that would be the highest embarrassment ever. Das und die sagen würde, dass sie der größte Blöße geben würde. So immediately I said that the woman that invited me looked at me like, don't embarrass me in front of my friends. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, hat die Frau, die mich eingeladen, mich angeschaut und gesagt hat, mach mich nicht peinlich vor meinen Freunden. With wide open eyes. Mit ganz großen Augen. And I said, you know what? Und er sagte, ich weißt du was? Anytime you walk into a hotel. Jedes Mal, wenn du in ein Hotel hineingehst. My spirit tell me to tell you this solution. Da muss ich dir diese Lösung sagen. You knock on the door. Du klopfst an der Tür. Then you put up the key and open it. Und dann nimmst du den Schlüssel und machst die Tür auf. And you'll be okay. Dann wirst du okay sein. Und da werden keine Kopfschmerzen mehr sein. I myself saying this. Und ich habe das gesagt. Was asking myself, habe mich selbst gefragt. I was saying, what a ridiculous solution. Und ich habe mir selbst gesagt, was für eine Lösung die Wirrsinn ist, die nicht gut ist. Why not just pray for the lady and she'll be healed? Warum bete ich nicht einfach für die Frau, damit sie geheilt wird? That's all you need to tell her. Und das ist alles, was ich ihr sagen sollte. I have my reasons. Und ich habe meine Gründe, sagt der Geist. That's okay. Und ich sagte, okay. Madame, junge Frau. And the husband was looking at me. Whenever you get to any hotel door. Und ich sagte, wann immer du zu einer Hoteltür kommst. Knock on the door first. Klopf an der Tür zuerst. Then put your key and open it. Dann pack deinen Schlüssel hoch und mach die Tür auf. Your headache will never come again. Dann wird deine Kopfschmerzen nie wiederkommen. My job was over.
meine Arbeit war getan. As I finished the eatery, als ich dann fertig war mit dem Essen, all of them laughed at it. They didn't take it serious. Ich glaube, die haben alle gelacht, die haben mich nicht ernst genommen. But the wife took it serious. Aber die Frau hat das ernst genommen. So, when I was going home, the lady spoke to me that invited me. Dann, als ich nach Hause gegangen bin, hat die Frau, die mich eingeladen hat, gesagt, Chidi, please, next time if I invite you, don't ever embarrass me that way. Dann hatte die Gastgeberin gesagt, Chidi, wenn ich dich das nächste Mal einlade, dann blamier mich bitte nicht so. You have just lied to my friends that I invited all the way from Argentina. Du hast gerade einfach nur zu meinen Freunden die angelogen, die ich von ganz Argentinien eingeladen habe. What will happen if what you said does not happen? Was wird passieren, wenn das nicht passiert, was du gesagt hast? They will see me as somebody who has invited a madman. Dann sehen die mich als jemanden, der einen verrückten Mann eingeladen hat. And I said to her, und ich sagte zu ihr, don't worry. Mach dir keine Sorgen. It's not my power. Das ist nicht meine Kraft. It's not me. Es bin nicht ich. There's something speaking to me, so if I don't say it, I won't have rest. Da ist jemand etwas, was zu mir spricht. Now that I've said it, I'm free. Dass du das sagen musst, sonst wirst du keine Ruhe finden. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, habe ich meinen Frieden gefunden. After 2 weeks. Und nach 2 Wochen. The same lady that invited me called me on phone. Die gleiche Person, die mich eingeladen hat, hat mich angerufen am Telefon. The first thing he asked me, who are you? Das erste, was er gefragt hat, ist, wer bist du? I said, you know me, I'm Chidi. Und ich sagte, du weißt, wer ich bin. Ich bin Chidi. Und sagte, nee. Do you know that what you said happened? The lady is no more having headache. Und dann hat sie gesagt, weißt du, das, was du gesagt hast, ist passiert. Die Frau hat keine Kopfschmerzen to mehr. Tell you that, die hat mich angerufen, um dir zu sagen, that it, that to say thank you, um Danke zu sagen, that her problem has been solved. Dass ihr Problem jetzt gelöst wurde. I was like, okay. Und ich sagte, okay. God, I don't understand how you work. Ich verstehe nicht, Gott, wie du funktionierst. But I understand one thing. Aber ich habe eine Sache verstanden. Putting yourself in a position to hear God. Du pack dich selbst in eine bestimmte at any point Situation, in time is necessary in your life. Damit du Gott verstehen kannst, denn es ist because wichtig an einem bestimmten this Punkt is in one deinem Leben. Of the secret of being who you are in the kingdom of God. Denn das ist einer der Geheimnisse, die es gibt, wenn du im Königreich have Gottes bist. An open mind to hear God. Hab einen offenen Gedanken, Gott zu hören. Not to be in a haste to jump and do something. Nicht eilig zu sein, um einfach etwas zu tun. But of course, in some cases you can do that. Natürlich kannst du das in einigen Momenten all tun. Human beings. Wir sind alles Menschen. You can jump and do something because du kannst springen you don't und etwas tun. Where to go. Denn du weißt nicht, wo du hin sollst. But there will come a time God will just open your mind and say, listen. Aber es kommt eine Zeit, da wird Gott einfach deine Gedanken öffnen und sagen, to, hör zu. And say, tell you to do that thing. Und er wird dir sagen, tu diese Sache. Once you do it, God will set that miracle on. Come again. God will make that miracle to come to pass. Gott wird dafür sorgen, dass dieses Wunder passieren wird. You see, sometimes I look at something. Manchmal sehe ich auf einige Sache. And God says, move that thing away. Und Gott sagt, beweg die Sache weg. And move it to the left. Und dann packe ich es nach links. And I look at the thing, it doesn't really make sense. Und dann denke ich mir, das macht nicht wirklich Sinn. It will not create any problem. Es wird ja keine Probleme herbeibringen. But immediately I move that thing away. And keep on the other side. Aber in dem Moment, wo ich das nach links tue, es da behalte, then I'll see that person come to that position where it could have hurt that person. Und dann sehe ich, wie eine like Person dahin geht, wo die Sache vorher lag und sich hätte verletzen können. Okay, I think I have to be very sensitive when I hear things. Just do them because. Und dann dachte ich mir, ich muss sehr sensitiv sein, also gut zuhören, wenn ich Dinge höre. Sometimes it can be your key, your car key. Manchmal kann es dein Schlüssel sein. And God says. Take it now, put it in your pocket. Und er sagt, Gott sagt zu dir, nimm das jetzt und pack es in deine Tasche. And he said, don't worry, I remember. Und dann sage ich, keine Sorge, ich werde mich daran erinnern. But if you don't do it at that point in time, wenn du es nicht in diesem Moment tust, you forget it. Dann wirst du es vergessen. That will cost you time. Und das wird dir Zeit kosten. To go back and fix it. Um wieder zurückzugehen, um es zu regeln. So for you not to be to cost your time. Und damit deine Zeit nicht how kosten wird, verschwendet so wird. So that you won't, in, that your time, you won't lose that time. Damit du diese Zeit nicht verlieren wirst. Create the time to hear. Denn mache diese Zeit für dich da, um zuzuhören. Und zwar um das Wort zuzuhören. Praise God. Preis den Herrn. I don't have much to say. Ich habe nicht viel mehr zu sagen. I would like you to know. Ich möchte, dass ihr wisst. That you're not the tail. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nicht der Schwanz seid. You're the head.
You are the head. Aber du bist der Kopf. Amen. Amen. You are the ambassador of Christ. Du bist ein Botschafter von Gott. You are redeemed from cause of sins. Du bist erlöst von den von der Sünde. From sickness. Von Krankheit. From poverty. Und von Armut. Amen. Amen. You are a workmanship of God. Du bist ein selbstgemachtes Stück von Gott. Workmanship, I think workmanship means handgemachte Sache. You are a tool. You are a tool. Ah, du bist ein Werkzeug von Gott. You're a Werkzeug. You're created to make changes in people's life. Du bist erschaffen worden, um Veränderungen in das Leben von Menschen then, zu bringen. First of all, you have to make change on your life. Aber erstmal musst du Veränderungen in deinem eigenen Leben herbeibringen. Du musst, damit du große Veränderungen in das Leben von anderen machen kannst. I would like also stand up. Also würde ich gerne, dass wir einmal aufstehen. If you feel, wenn du fühlst, that you're not well connected, that you're not well connected to the Spirit, dass du nicht wirklich verbunden bist mit dem Geist, that you've lost that power, dass du diese Kraft verloren hast. I would like us to pray. Da würde ich gerne, dass wir einmal beten. So pray after me. Also betet nach mir. Father, I'm here again. Vater, ich bin wieder hier. In your presence, oh God. In deiner Präsenz, oh Gott. To redeem myself again. Um mich wieder selber zu erlösen. Yeah, to be set free. Um freigesetzt zu werden. To receive that gift. Um dieses Geschenk zu empfangen. To be able to hear your word. Um in der Lage zu sein, dein Wort zu hören. Father, if there be anything in my life. Vater, wenn da etwas ist in meinem Leben. That is stopping me from reaching the ultimate goal. Das mich davon abhält, das ultimative Ziel zu erreichen. Da bete ich dafür, Vater, dass du das in den Namen von Jesus wegbringen wirst. That you will set me on that path. Dass du mich auf diesen Weg setzen wirst. That I may fulfill that which is planned for my life. Damit ich das erfülle, was in meinem Leben geplant ist. From the foundation of this world. Von der Erschaffung dieser Erde. That which you have planned for my life, das, was du für mein Leben geplant hast, fulfill every one of them, dass ich das erfüllen werde, alles. In der Zeit, die du mir gegeben hast, um es zu erfüllen. Achieve them on time. Ich möchte die zum richtigen Zeitpunkt alle erfüllen. Ich möchte nichts verpassen. I will declare your glory. Ich möchte deine Herrlichkeit deklarieren. In the morning, am Morgen. In the afternoon, im Nachmittag, in the night, und in der Nacht, at any point in time, zu jedem Zeitpunkt, I shall be that oracle of God. Möchte ich dieses Orakel von Gott sein, that mouthpiece of God, möchte ich dieses Mundstück von Gott sein, that will be a salt to this world, das Salz für diese Erde sein wird, in dem Namen von Jesus. Jesus mighty name we pray. Im mächtigen Namen von Jesus beten wir. Amen. Ah, lass die Kirche Amen sagen. Amen. Thank you, Brother Chidi, for the word. Danke, Bruder Chidi, für dein Wort. Can we pray for Brother Chidi, please? Lass uns für Bruder Chidi beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For our Brother Chidi. Für unseren Bruder Chidi. Thank you for speaking through him. Ich danke dir, dass du durch ihn gesprochen and bringing hast. Us the word. Und dass du uns das Wort gebracht hast. May we continue in this word. Mögen wir in das Wort weitergehen. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. But for me, I have a few points from the preaching that Brother Chidi did. Aber ich habe einige Punkte von der Predigt, die Chidi gemacht hat. First he said, als erstes sagte er, all things are under our feet. Dass alle Dinge unter unsere Füße sind. So we don't need to be afraid. Darum brauchst du keine Angst haben. And then also he said, dann sagte er auch, Dominion is not control of is not control over people but over situations. Herrschaft zu haben ist nicht
die Herrschaft über andere zu haben, aber über sich selber oder über Dinge. And then he said, we have to take control. Und dann sagt er, wir sollen Kontrolle übernehmen. And how do we take control? Und wie übernehmen wir Kontrolle? By knowing who we are. Indem wir wissen, wer wir sind. And the last point, und der letzte Punkt. We have to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Wir müssen sensibel sein mit der Stimme des Heiligen Geistes. And create time to hear the word of God. Und wir müssen Zeit schaffen, um das Wort Gottes zu hören. Yeah, these are the important points and I hope you remember them throughout. Das sind die wichtigen week. Punkte und ich hoffe, dass du dich daran erinnern kannst. So now we have our offering. Jetzt haben wir unsere Opfergabe. Yeah, and well